Langsam kommen die Bewohner zurück nach Luhansk und sie brauchen dringend Hilfe. Stundenlang müssen sie darauf warten, auch auf das Nötigste, wie Lebensmittel. Wir können nichts kaufen, weil wir seit 3 Monaten unsere Pension nicht mehr bekommen. Kein Geld im Juli, August und September, wir haben kein Geld. Auch die Jüngeren brauchen dringend Hilfe und stehen an. Es herrscht Chaos in der Stadt. Wir waren weg und sind gerade erst zurückgekommen. Alles ist schrecklich hier. Die Hilfsgüter sind vor einer Woche aus Russland gekommen. Doch sie reichen nicht für alle, die Hilfe brauchen. Noch schlimmer ist es in den Dörfern östlich von Luhansk. Hier in Hereschevoteja gab es Tote bei heftigen Kämpfen. Viele Häuser sind zerstört. Einige haben alles verloren. Es gibt kein Wasser, keinen Strom, kein Gas. Lena hatte sich im Keller versteckt, als ihr Haus getroffen wurde. Sie sagt, im Dorf waren schwere Waffen im Einsatz. Überall waren Panzer, sogar in den Gärten waren Schützenpanzer. Sie haben direkt auf unsere Häuser gezielt. Das ist die Wahrheit. Das dürfen wir nicht verschweigen. Kaum etwas ist Lena geblieben. Gehen will sie aber nicht. Sie hat ihr ganzes Leben hier verbracht. Ich will einfach nur mein Haus wieder aufbauen. Meine Kinder werden zurückkommen, dann wird es okay sein. Ob ich Pläne habe, nur den einen, den Winter überleben. Und ich will keine Schüsse mehr hören. Es heißt, es soll Hilfe für den Wiederaufbau geben. Wann, weiß aber keiner. Daher bleibt die Not in Hereschevoteja groß.